Nein. 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 Es tut mir leid, nein. Ich kann dich nicht mehr unterbringen, das Team ist komplett. Hör zu, das Team ist komplett, verstehst du? Es wird niemand mehr gebraucht, kein Assi, kein Beleuchter, kein Volontär. Wie bitte? Okay, ich bin mies. Gut, sei's drum. Diese Leute wollen dich nicht, sie wollen dich nicht, verstehst du? Nein, auch nicht, wenn du mit dem Preis hinuntergehst. Was? Jörg, hallo. Arschloch. Single bells, single bells, single all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, 14 Uhr Ferienbeginn. Fröhliche Weihnachten. So lieb, ihr macht euch so viel Mühe. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Hallo. Ja, Ricky, was machst du da? Ja, hallo. Hallo. Ich wollte ihn euch noch zeigen. Nein, nicht schon wieder. Psst. Jörg, bitte mach dich nicht lächerlich. Nein, es ist sinnlos, wir arbeiten nicht mehr mit dir. Ja, okay, dann geh doch zur Konkurrenz. Sie werden sich sicher freuen. Und das da ist die Tante Karin. Ja, und jetzt lass mich in Ruhe, ich bin beschäftigt. Männer. Aber du wirst doch mal nichts, okay? Du wirst kein Macho. Ja. Und was mache ich, wenn er Durchfall hat? Windeln wechseln. Nein, keine Angst, die Tropfen helfen sicher. Aber es könnte ja sein, dass Nein, gar nichts könnte sein. Nichts wird sein. Und jetzt gehen's bitte. Am 7. Jänner bin ich wieder da. Frohe Weihnachten. Gut, gut. Frohe Weihnachten. Slavka, mögen Sie Kinder? Aber natürlich. Sonst wäre ich doch nicht hier. Ja, schon richtig. Wenn sie schon mal da sind, dann muss man sie auch gesund erhalten. Auch wenn sie einen anspucken und beißen. Sie haben doch ihr Glück. Sie sind jetzt 2 Wochen Kackschrapperl. Na, Kinder gibt's dort genug. Na, ich hab mit ihnen nichts zu tun. Aber gehen Sie, Herr Doktor, machen Sie doch keine Schmäh. Sie wären doch der geborene Vater. Ah ja, Sie haben's ja nicht eilig. Gut. Ding jetzt. 24. Dezember, 22 Uhr, Wien, Mauritius. Wie lange fliegt man da eigentlich? 11 Stunden. Weihnachten im Flugzeug, dass Ihnen das nichts ausmacht. Und der Frau Kathi erst. Das ist doch das Großartige. Keine Hektik, kein Getuch, keine Sentimentalität. Und keine Geschenke? Naja, Mauritius reicht doch. Die Kathi und ich sind uns da ganz einig. Geschenke. Ein kleines Christkind. Ja, Herr Doktor. Ich renne, sonst machen die Geschäfte zu. Darf ich auch einmal? Also eigentlich stelle ich mir das schön vor. So ein Butzel, wenn man so zuschauen kann, wie es wächst. Naja, wer weiß. In einem Jahr. Was ist in einem Jahr? Naja, eigentlich wollte ich es euch noch nicht sagen, aber der Stefan und ich heiraten. Oh, was? Wann? Im Jänner. In Venedig. Der Stefan sagt, er stellt sich das so romantisch vor. Am Canal Grande, in einer Gondel. Oh, ganz in Wein. In einer Kirche? Ja, klar. Und ihr kommt doch alle. Im Jänner? Das sagst du mir erst jetzt. Musst du? Aber nein, was glaubst denn? Ich wollte es dir eh sagen, aber dann habe ich mir gedacht, sage ich es dir nach dem Urlaub. Und ich bleibe ja auch noch, bis du wen gefunden hast. Du hörst auf? Naja, der Stefan sagt... Also er sagt, ich brauche nicht mehr arbeiten. Er verdient genug und außerdem ist es ihm lieber, ich bin nur für ihn da. Und dann wollen wir ja auch bald. Wir bleiben über. Aber geh, die Kathi ist doch nicht fürs Heiraten. Wie kannst du sowas sagen? Naja, wo du dir das alles hier aufgebaut hast,
Sowas gibt man doch nicht so einfach wieder auf. Ja, wieso aufgeben? Man kann doch auch verheiratet sein und arbeiten. Sicher, aber in einer richtigen Familie bleibt die Frau zu Hause. Ich glaube, für mich wäre das nichts. Richtig, fahr du schön nach Mauritius. Mauritius? Also Weihnachten im Süden, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich am Strand unter Palmen, dazu kommt ja gar keine Stimmung auf. Also wir finden, der Jonas und ich, wir finden, dass Weihnachten überholt ist. Aber Kathi, das ist doch nicht notwendig. Na wirklich, so viel. Also ich mag Weihnachten. Agentur Dreichel. Jörg. Gib es auf, ich habe keinen Job für dich. Ja, danke. Du mich auch. Ich kann es nicht mehr hören. Alle wollen was von mir. Und wenn es nicht funktioniert, dann bin ich die Miese. Mir reicht's für dieses Jahr. Ja, es ist 2:30. Ich muss noch eine Barbie besorgen für meine kleine Schwester. Denen können wir jetzt schon die Haare schneiden. Ist das nicht Wahnsinn? Also ich gebe meine Barbies alle nicht. Du, zu Weihnachten schmücke ich immer noch das Barbie. Ich gebe meine auch nicht her. Die hebe ich alle auf für den Christian. Für Weihnachten. Sicher, du kaufst ihm dann einfach den Rasiermichkäse. Das ist das gibt. Ja. Für Burschen gemacht. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride the one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride the one horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Danke schön. Nein, ich schau nur. Diesen Leist mir wirklich verdient. Was ist denn da? Verteufel, schäm dich. Was soll ich dir sagen? Windpocken sind ausgebrochen. Ausgerechnet. Höchste Zeit abzuhauen, sonst kann ich den Urlaub vergessen. Windpocken. Da rennst du die Ordination ein. Jonas, ich möchte ein Kind. Du willst was? Ein Kind. Und wenn wir schon dabei sind, möchte ich auch heiraten. Wenn wir schon wobei sind? Bist du schwanger? Na Gott sei Dank. Das wäre jetzt ja ganz blöd. So, jetzt wird gepackt. Und du lässt die Hälfte hier, weil du kaufst ja doch immer so viel. So wie ich dich kenne. Kathi, ist was? Ich hab's dir gerade gesagt, ich will heiraten und Kinder kriegen. Jetzt sind schon mehrere. Ich meine, was soll der Blödsinn? Das ist kein Blödsinn, das ist mein Ernst. Ich bin jetzt 35, arbeite seit ich 20 bin. Ich habe genügend erlebt, genügend gesehen. Ich versäume nichts mehr. Ich will jetzt eine Familie.
So. Jetzt möchtest du eine Familie. Wie stellst du dir das vor? Ganz einfach. Wir heiraten und dann... Ich meine, es kann doch kein Problem sein, oder? Ist es doch. Aber wieso denn? Weil ich keine Familie will. Und ich darf ja annehmen, dass ich der Glückliche sein soll. Aber Jonas, wir leben jetzt schon seit 8 Jahren zusammen. Eben. Richtig. Wir leben zusammen. Leben. Und weißt du, was das wäre, verheiratet mit Kindern? Kein Leben wäre das, sondern ein Zustand. Keine Ruhe am Abend, kein Kino, keine Reisen, kein Sex, keine Zeit. Ich dachte, du liebst mich. Ja, natürlich. Deswegen will ich doch nicht heiraten. Also bitte verschone mich mit diesen Ideen. Wir sind glücklich, so wie wir sind. Oder bist du nicht glücklich? Du hast mich missverstanden. Ich will heiraten. So, jetzt hast du es geschafft. Seit Monaten freue ich mich auf Mauritius. Was kommst du mit diesem Schwachsinn? Kathi, bitte. Vergiss es. Vergiss das alles und nach dem Urlaub, dann reden wir ganz in Ruhe, oder? Was? Entweder du machst mir jetzt einen Antrag oder ich fahre nicht mit. Ist doch lächerlich. Ich lasse mich doch nicht erpressen. Kannst du mir bitte erklären, warum du ausgerechnet heute auf diese schwachsinnige Idee kommst? Es ist Weihnachten. Ach, das ist es also. Weihnachten. Verstehe. Fest der Liebe, der Familie, Weihnachtsbaum, Flitter, Engelshaar. Und? Was ist dagegen zu sagen? Gar nichts. Nur, dass ich das verlogene Getue nicht ertrag. Und du nämlich auch nicht, soviel ich weiß. Zumindest bis heute. Katharina? Oh. Ist das nichts? Ich bastel dir auch aus einer Palme einen Weihnachtsbaum. Du verstehst mich nicht. Ich pfeife auf deinen Weihnachtsbaum. Ich will heiraten. In Ordnung. Aber nicht mich. Siehst du nicht, dass ich nicht kann? Wer ist es denn? Deine Schwester. Sie heult. Hallo, Kathi? Ja, Kathi, was ist denn los? Schmarrn! Oh. Hallo? Ich meine nicht dich natürlich, Kathi. Was? Das finde ich ja das Letzte. Hör zu, du packst jetzt eine Tasche, setzt dich ins Auto und kommst. Aber was soll er denn dagegen haben? Schließlich ist seine Mutter ja auch da. Also ich finde das eine großartige Idee. Wir werden ein wunderbares Fest haben. So, jetzt hör auf zu blären und krumm, ja? Gut, Schatz, ich muss jetzt weitermachen. Was? Linzeraugen. Ja, servus. Joe? Der Papa ist im Wald mit der Oma. So, was macht er da? Lass das, das ist ungesund. Die Oma sagt, man kriegt davon Würmer. Na und der? Wie wär's mit dem? Das ist viel zu klein. Bitte Mama, der ist doch wunderschön. Und größer sind die alle nicht nach 8 Jahren. Mein Gott, wenn das nur der Papa noch sehen könnte. Alles selbst gepflanzt. Mit seinen eigenen Händen. 300 Bäume rum. So klein waren sie. So. Und alle hat er selber eingepflanzt. Na, er hat es ja gern gemacht. Schon. Aber eine Arbeit war das. Das kannst du mir glauben. Und so billig waren die Bäumerl auch nicht. Mama, die eine Hälfte der Bäumerl hat die Lilibet bezahlt, die andere ich. Ich weiß. Weil der Papa und ich haben das nicht zahlen können mit der kleinen Rente. Aber die Arbeit. Die Arbeit, die der Papa gehabt hat, die zählt schließlich auch allerhand, wenn es recht ist. Oder? Die Lilibet hat sich nicht 300 Mal gebückt. Ja, aber du auch nicht. Und den Papa hat es nicht gestört. Er war froh, wenn er allein nicht da heraus war.
Was willst du damit sagen? Soll das heißen, dass der Papa gern ohne mich war? Oder ist das ein Vorwurf, weil ich mich nicht bücken kann? Ich hab genug geschleppt in mein Leben, das kannst du mir glauben. Ich hab keine Hilfe gehabt, so wie die Lilippe. Die hat's immer leicht gehabt. Und wie der Mann gestorben ist, hat sie auch noch geerbt. Nicht so wie ich. Mama, wir sind da heraus, um einen Christbaum zu holen. Also bitte, entscheide dich jetzt. Schade um die schönen Bäumerln. Was willst du damit sagen? Wir gehen jetzt da hinauf und du holst einen von dort. Sag einmal, ich pflanze da keine Christbäume, damit ich dann einen stehle. Das stehlen sieht ja keiner. Und außerdem glaubt es eh kein Mensch, dass der Herr Baumeister sowas tut. Weißt du, wer heute kommt? Die Tante Kathi. Mit dem Jonas. Dem Onkel Jonas. Nein, der fährt nach Mauritius. Warum? Das geht dich nichts an. So, und jetzt mach das Backer auf. Hey, los, schneller. So. Jetzt hilf mir, das Zimmer für die Tante Kathi richten. Bei den Sachen darf ich immer helfen. Du, da. Der ist ja viel zu groß. Wieso ist der jetzt groß? Der ist genau richtig. Mami, bitte, der Baum ist mindestens 3,5 Meter hoch. Na und? Schneidest du da oben das Zipfel ab? Kommt eh ein Engel drauf? Na. Jede Freude verdirbst du mir. Da bin ich einmal bei euch, ist eh so selten. Und dann darf ich nicht einmal. Glaubst du, ich merke nicht, dass sich keiner freut? Aber eins kann ich euch sagen. Eine Oma hat man nur einmal. Und wer weiß, wie lange noch. Und dann wird es euch leid tun. Bitte, bitte nicht schon wieder. Also der. Nicht so. Hansel, das ist falsch. Es ist falsch. Was ist falsch? Wie du schneidest. Das musst von der anderen Seite. Ich weiß das, weil der Papa hat immer gesagt, ein Baum gehört von der anderen Seite geschnitten. Dort, wo die Äste drauf. Aber bitte, jetzt lass mich in Ruhe, ja? Bitte. Brauchst nicht glauben, dass alles falsch ist, was ich sag. Nur weil ich alt bin. Schließlich hat man seine Erfahrungen. Und nicht die schlechtesten. Du, hallo. Hansi, schau mal. Was ist? Schau mal, du. Findest du nicht, dass der Baum schöner ist? Bisschen dichter kommt er mir vor. Hä? Sag, Mama, willst du mich frotzeln? Na, ich sag's ja nur. Mir gefällt er halt besser. Aber mir nicht. Du, da fährst du. Was ist? Da fährst du. Such dich! Such dich! Das habe ich notwendig gehabt. Ich hab gesagt, der Baum ist zu dick. Also gut. Wenn du es unbedingt willst, Kathi, dann soll es auch so sein. Kathi! Kathi, wenn... Katharina! Such mich nicht, K-Punkt. K-Punkt, blöde Gans. Ich seh suchen.
Dass ich nicht lache. Es ist eben vorbei. Woher gehst du? Das geht dich nichts an. Guck mich das was an. Rühr mich nicht an. So. So weit sind wir jetzt schon. Jetzt bin ich also der Böse. Aber da war ich dir noch gut genug. Das habe ich alles zahlen dürfen. Ich habe dich nicht darum gebeten. Abgesehen davon zahle ich selbst genug. So? Und was, wenn man fragen darf? Diese Wohnung hier zum Beispiel. Falls du dich daran erinnerst, bist du zu mir gezogen und nicht umgekehrt. Was sich sofort ändern lässt. Aber bitte, deine Eltern werden sich sicher freuen, wenn der Bub endlich zurückkommt. Deine Mutter kann mich eh nicht leiden. Was bitte hat meine Mutter damit zu tun? Viel. Wahrscheinlich hat sie dich ja zu dem gemacht, was du heute bist. Zu einem familienfeindlichen, karrieregeilen Ehrgeizling. Pfoh. Das sagst du? Du, die nichts anderes im Kopf hat als ihre beschissene Werbung? Die jeden noch so beschissenen Auftrag annimmt, nur weil er Geld bringt? Davon verstehst du nichts. Nein! Davon verstehe ich nichts. Gott sei Dank verstehe ich davon nichts. Ich bin ja nur ein kleiner, dummer Doktor, der keine Ahnung hat von der großen Welt der internationalen Werbung. Um was geht's denn heute? Hustenzucker, Turnschuhe, Klopapier. Kommen Sie zu uns, wir sind immer für Sie da, Tag und Nacht, zu Dumpingpreisen. Wahnsinnig familienfreundlich, wirklich. Und überhaupt nicht karrieregeil. Ich gehe. Und wenn ich wiederkomme, dann will ich dich nicht mehr sehen. Nie mehr. Ich weiß nicht, wieso. Also diese Nackerten sind furchtbar dick. Das ist wirklich nichts für dich. Jetzt gehe die Oma Mais und sage, ich komm gleich. Und sie soll den Braten im Rohr lassen und nicht anrühren. Na geh. Sollst du den Braten in Ruhe lassen? Ich tue ihm ja nicht weh, den Braten. Was machst du da? Ich gieß ihn, den Braten. Und warum? Damit er weich wird. Die Mami mag's nicht, wenn die Haut weich ist. Aber ich? Sie hat's gern knusprig. Ja, sie hat auch noch alle Zent. Du nicht? Sei nicht so frech, ja. In meinem Alter ist das so. Wieso? Die Lilibet hat ihre Zähne noch. Weil sie sie immer geputzt hat, sagt sie. Und dass das ganz wichtig ist. Ja. Die Lilibet hat sich auch immer einen Zahnarzt leisten können, weißt? Du nicht? Nein, ich nicht. Ich hab sparen müssen. Im Gegensatz zu der Lilibet. Außerdem finde ich das überhaupt nicht in Ordnung. Was? Dass du Lilibet zu ihr sagst. Wie soll ich denn zu ihr sagen? Omama, so wie sie es gehört. Das bist doch du, die Omama. Na dann halt, Omi. Die Lilibet ist doch keine Omi. Omi sind alt. Die Lilibet ist alt. Nix haben wir gehabt. Nix. Aber schon rein gar nichts. Aber eines war klar. Der Bub hat seine Weihnachten gehabt. Und wenn ich mir's vom Mund abgespart hab. Was heißt das? Das heißt, dass die Oma sich selbst gar nichts gegönnt hat. Hauptsache, der Papi hat was gekriegt, nicht? Ja, und der Opa.
Aha, für meine beiden Männer, da habe ich immer was gehabt. Da habe ich schon drauf geschaut. Und wenn es auch nur ein neues Hemd war. Ein Hemd zu Weihnachten? Aber das ist doch kein Geschenk. Sisi, halt den Mund und deck den Tisch. Komm, lass, ich mach das schon. Woher soll denn das Jobberl wissen, wie es damals war? Schwere Zeiten waren das, mein Lieber. Du nicht, dass das eine Verschwendung ist? Wo es doch schon so gute Papierservietten gibt. Die kann man ungeschauter öfters verwenden. Muss man nicht immer gleich waschen. Das kostet ja schließlich auch ein Geld, das Waschpulver, nicht? Und belastet die Umwelt. Die Mami kann Papierservietten nicht leiden. Im ganzen Haus gibt's kein Pflaster. Ja, aber Hansele, hast du dir wehgetan? Im Badezimmerkasten hinten links oben. Aber da habe ich geschaut, da ist nichts. Ist doch eh nur ein Kratzer. Das ist kein Kratzer, das ist eine Wunde. Na, wo ist denn das passiert? Na, warte mal, ich hol dir was. Gleich. Scheißbahn. Wo ist denn der Gregor? Gesagt, er soll kommen. Der Gregor kann nichts dafür, der sieht fern. Na eben. Gregor! 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 So. Also jetzt zeig mir mal das Fussel. Komisch, ich verstehe das nicht, weil der Hitz müsste es längst knusprig sein. Oma, mal, wir essen. Zuerst kommt der Hansel dran. Joe, würdest du deiner Mutter bitte sagen, dass du keineswegs schwer verletzt bist, sondern nur geritzt und dass wir jetzt essen wollen? Mama, so arg ist es nicht. Au! Gregor, wo bleibt denn der? Nicht so fest! Ja, aber das muss sein. Ich weiß, wie leicht man eine Blutvergiftung kriegt. Vor allem, wenn man mit dem Waschlappen dran herumwischt. Der Papa, weißt du, der Opa, der hat sich einmal einen Schiefer eingezogen im Finger bei der Arbeit. Und der hat dann angefangen zum Eitern. Aber wie? Sisi, hol Wasser. Und plötzlich hat er dann so einen Strich gekriegt, ganz schwarz, furchtbar das ausgeschaut. Und der Arm war ganz dick, ja. Und dann sind wir gleich ins Spital gefahren, der Opa und ich. Und da haben sie ihn geschnitten. Aber sofort haben sie ihn geschnitten. Bravo. Fleisch, Würg. Du weißt doch, dass ich das nicht esse. Gregor, kannst du bitte mit diesem Vegetarier-Getue aufhören? Also ich habe alles im Tiefkühler. Erbsen, Paprika, Karotten, Fisolen, Spinat. Soll ich dir was machen? Also, ich finde, du verwöhnst den Buben. Die Kartoffeln wirst du ja gerade noch essen, oder? Ich habe keinen Hunger. Tut mir leid, die Haut ist lätschert, ich weiß nicht wieso. Die Haut ist nicht lätschert, die Haut ist genau richtig. Für mich. Aha. Wie das? Weil ich nachgegossen habe. Weil das harte Zeug nicht beißen kann. Aber ich? Luisa, bitte. Also, ich finde die Haut gerade richtig. Nicht zu weich und nicht zu hart. Na, wie schön. Aber ich kann es nicht leiden. Ich habe gekocht, gebacken und das Haus geputzt. Das sage ich ja immer Kindern, dass er das zu viel wird. Du bist heute Arbeiten nicht gewöhnt. Sisi! Ist was? Vor dem Trinken, nach dem Essen, Mund abwischen, nicht vergessen. Brav. Schau, wie brav. Wann kommt denn die Tante Kathi? Die Kathi? Wieso denn? Die fährt doch nach Maurizio. Mauritius. Und sie fährt nicht. Nur der Jonas. Der Onkel Jonas fährt. Die Tante Kathi kommt zu uns. Das kann ja lustig werden. Die ganze Stimmung wird uns verderben. Wie kannst du sowas sagen? Kenn doch deine Schwester. Und? Die redet doch nur von ihrem Geschäft.
Wieso kommt sie überhaupt? Die hat sich mit dem Jonas zerkracht. Doch, schon, ja. Und das dürfen wir jetzt ausbaden. Ausgerechnet zu Weihnachten. Mama, du brauchst gar nichts ausbaden. Meine Schwester hat Probleme und da kommt sie zu mir. Das ist doch selbstverständlich. Also, ich weiß nicht. Ich tät mich da nicht so aufdrängen. Was sagst denn du dazu, Hansl? Du brauchst doch schließlich deine Erholung zu die Feiertag, oder? Dem Joe ist das recht, gell? Aber ja, mir ist das egal. Eben. Du musst höchstens das Bad mit ihr teilen, aber das würde dich ja nicht stören. Steh ich heute früher auf. Danke. Freundlich. Das wird sie doch nicht schon sein. Jetzt? Mami, was machst du hier? Eine Weihnachtsüberraschung. Ich hoffe, sie ist gelungen. Das kann man wohl sagen. Ich habe gehört, du kommst auch. Und da habe ich gedacht, es wäre doch schön, wenn die Familie wieder einmal beisammen ist. Geh, Joe, ich habe ein bisschen Gepäck im Wagen, sei so lieb. Nein, du bleibst sitzen, du schonst dich, du hast einen wehen Fuß. Na geh, ist was passiert? Nein, nein, nur ein Kratzer. Na Gott sei Dank, nichts Ernstes. Ernst genug? Jetzt komm schon, Mami, komm. Ist der schön, ist der echt? Ja, natürlich. Bitte, bitte, dann fahr halt ich. Ich muss ja nicht dabei sein. Wenn ihr so wollt. Bitte, Mama, was soll denn das jetzt? Hat doch niemand was getan. Verdirb uns nicht den Tag. Ich? Wieso denn ich? Erst hat's geheißen, wir sind allein. So gefreut hab ich mich drauf. Hab eh das ganze Jahr nichts von euch. Und jetzt kommt nicht nur die Kathi, sondern das Teto. Sag mal, verstehst du das nicht? Das ist doch auch eine Omama. Eine Omama? Die Lilli bei der Omama? Das ist nicht loch. Ist ja nicht einmal eine ordentliche Mutter. Ich hab auf, Mama, ja? Sonst ist doch nicht das arme Luisel so überfallen. Kommt da einfach hereingeschneit, uneingeladen. Und die anderen haben die Arbeit. So. Was ist das? Das ist Fritz, mein Geschenk für Sissi. Wer ist Fritz? Fritz the Rat. Was? Nein, eine Ratte. Fritz the Rat. Höchst intelligente Tiere und sehr sauber. Die Sissi wird sich freuen. Mami, dieses Vieh kommt mir nicht ins Haus. Also bitte, das ist kein Vieh. Außerdem ist es wichtig, dass Kinder mit Tieren aufwachsen. Mami, wir sind hier auf dem Land. Da gibt es Kühe, Schweine, Hühner. Das sind Nahrungsmittel. Und ich habe einen Kater, der frisst den Rat sofort auf. Wird er nicht, denn Fritz ist eine Zimmerratte. Gregor! Jetzt helft's doch einer der armen Luisern. Gregor! Sag mal, bist du taub? Du sollst deiner Mutter helfen, und zwar jetzt! Was hat sie vor? Zieht sie zu uns? Ist das die Lilibet? Du hast sie fast da. Servus, Katl. Servus. Ich meine, ich träume. Tust du nicht. Sie ist es. Mami! Servus, Alter! Überheb dich nicht! Na, mein Fritzi, wie geht's dir denn? Mami, was machst du hier? Kathi! Ich dachte, ihr seid in Mauritius. Grüß dich, Gregor. Bitte stell's aufs Bett. Hallo. Mein Gott, Kind, wie schaust denn du aus? Schrecklich, diese Mode. Also, erzähl mal, was ist passiert? Es ist aus. Vorbei. Und außerdem geht der Flug erst morgen. Ach, ist das herzig. Typisch Luisel. Bisschen verspielt. Ich verstehe kein Wort. Und was ist mit dem Jonas? Ja, hast du denn nicht begriffen? Ich habe mich vom Jonas getrennt. Er will mich nicht heiraten. Natürlich nicht, wenn du ihn verlässt. So, dann werde ich mich ein bisschen restaurieren. Ah, Gregor! Wo bleibt der Koffer? Heißt das, du bist zu Weihnachten hier? Ja, die Luisel hat mich eingeladen. Aha. Und eigentlich ist das hier mein Zimmer. Aber geh, schlaf's halt bei den Kindern. Oder bei der Omama, das ist sicher gemütlich.
glaube, ich fahre wieder. Was soll das heißen? Dass es so ist wie immer. Sie kommt und alles muss sich um sie drehen. Was andere denken, interessiert sie überhaupt nicht. Wir sehen, sie ist der Mittelpunkt. Noch was? Überanstreng dich nicht. Kathi, komm, wir werden mit ihr reden. Zieh schon endlich das Zeug aus und hilf mir abtrocknen. Das ist kein Zeug, das ist ein Nerz, ein echter. Und außerdem haben wir einen Geschirrspüler. Du frecher Frotz, du frecher! Das ist also ein Ultimatum. Meine beiden Töchter verlangen von mir, dass ich mich benehme? Wunderbar. Unglaublich. Eine Frechheit. Da raff ich mich auf, mache mich auf den weiten Weg hierher, will allen eine Freude machen und dann das... Mami, bitte, versteh mich doch. Ich musste die Oma mal einladen. Schließlich ist sie allein. Und ich? Ich bin nicht allein? Mami, das ist doch etwas anderes. Ich wüsste nicht, wieso. Du wolltest doch immer allein sein, im Gegensatz zu ihr. Glaubst du, mir macht das Spaß? Glaubst du, ich freue mich, wenn ich diesen wehleidigen Blick sehe, den sie hat? Und dann das Gejammer, dass der Opa war, das nicht mehr erlebt. Und die Bemerkungen, wie gut es uns geht, im Gegensatz zu ihr. Und jetzt kommst du im Nerz. Und dann hab ich noch ein schlechtes Gewissen. Aber Luisel, ich bin doch deine Mutter. Auf mich kannst du dich doch verlassen. Ich werde reizend sein, ganz reizend. So, und jetzt möchte ich ein bisschen allein sein und mich frisch machen. Mami? Ich warne dich. Der kommt mir nicht ins Haus. Ja, Fritzi. Ja, wo ist denn mein Kleiner? Und, was ist in dem Käfig? Eine Ratte. Ach, für toll. Sagst du es? Wieder eine ihrer Ideen. Ein Geschenk für Sissi. Ich glaube, ich werde die Katze ins Zimmer lassen. Untersteh dich. Doch nicht jetzt, erst nach der Bescherung. Wo ist denn die Sissi? Und wer da aufgeräumt? Wir waren doch noch gar nicht fertig. Na, ich hab abgewaschen. Wir waren ja draußen. Und der Hansl arbeitet schon wieder, der muss ja den Baum richten. Und die Sissi schaut fern mit dem Gregor. Weil was anderes hat der Bub ja nicht zu tun. Servus, Oma. Gedacht, ich hab's im Kreuz. Grüß dich auch, Gott. Was hab ich gehört? Dein Jonas hat dich verlassen? Da hast du dich verhört. Ich habe den Jonas verlassen. Okay. Warum denn? Sag, wie alt bist du jetzt? 35? Da traust du dich was. Ich sehe schon verhaut, der schaut am Mikro auch nicht. Das weiß ich nicht, du. Glaubst du nicht, dass die Wellen schaden? Weißt, die Körber, meine Nachbarin, die hat einen Enkel und der studiert das auf der Technik. Ein braver Bub. So fleißig und so hilfsbereit. Ja, ja, der Glück, die Körber. Die ist nie allein. Immer laden sie es ein zum Wochenende ins Haus. Obwohl es nicht groß ist, aber für die Omi, sagt der Bub, da ist immer ein Platz. Mitzel, verzeih, dass ich vorher so hektisch war. Ich hab dich ja gar nicht richtig begrüßt. Weißt, die lange Fahrt und das in der Nacht. Aber jetzt habe ich mich umgezogen und bin wie neu. In unserem Alter ist das Fahren schon anstrengend. Sogar wenn man nur daneben sitzt, so wie ich. Geh, sei so lieb, gib mir was zu trinken. Danke, bloß nicht. Vielen Dank. Am Abend nichts Schweres. Mir kannst du ruhig ein paar Kartoffeln geben. Ist ja schon drum. Doch, nimm meinen Teller, ich hab keinen Appetit. Schon wieder. Neue Servietten. So eine Verschwendung. Ein bisschen weich die Haut, findest du nicht? Ja, also. Jetzt erzähl einmal, Mitzel, wie geht's dir? Wir haben uns ja schon eine Ewigkeit nicht gesehen. Wann war denn das? Ah ja, das war doch, warte mal.
Zu Ostern war ich in Sizilien und dann bei der Maureen in London. Also die hat ein Haus, ein Traum, sag ich euch, ein Traum. So etwas Geschmackvolles. Jede Einzelheit stimmt. Vom Teppich über die Bilder und diese herrlichen englischen Möbel. Wirklich beneidenswert. Du solltest einmal hinfahren, Luisa. Die Maureen tät sich sicher freuen. Und Platz hat sie ja. Das ist kein Gästezimmer wie hier. Du, das ist ein komplettes Appartement. Damit kann ich leider nicht dienen. Macht ja nichts, Kinder. Für die paar Tage reicht's. Ja, wo war ich? Ah ja, bei der Maureen. Aber das Schönste ist der Garten. Fast wie in Sissinghurst. Wie wo? In Sissinghurst. Du weißt doch, der berühmte Weiße Garten. Ich finde weiße Blumen fad. Okay, wie kannst du so etwas sagen? Warst du schon einmal dort? Eben, aber ich. Und der Garten von der Maureen ist sehr ähnlich. Sie hat aber auch einen himmlischen Gärtner. Überhaupt, Dienstboten gibt's dort noch. Davon kann man hier nur träumen. Apropos, wo schlaf ich? Na, bei eins von den Kindern. Platz genug haben sie ja. Was soll das heißen? Die Kinderzimmer sind doch wirklich groß. Also ich finde das wichtig, dass Kinder Platz haben. Eine gewisse Großzügigkeit muss sein, sonst können sie sich nicht entwickeln. Also der Hansl hat immer im Kabinett geschlafen, weil mehr Platz war nicht da. Und trotzdem hat er sein Diplom gemacht. Sicher, Mitzel, sicher. Man kann auch in einfachen Verhältnissen leben, wenn es sein muss. Aber Gott sei Dank muss man ja nicht. Und für die Entwicklung ist so ein spießiges Kammerl sicher nicht gut. Ah, das ist überhaupt so wunderbar bei der Maureen. Da hat jedes Enkelkind sein eigenes Zimmer direkt in den Garten und vor dem Zimmer ein eigenes Beet. Du glaubst ja nicht, wie gepflegt diese Beete sind. Ja, mit einem eigenen Gärtner. Keine Rede, die Kinder sind verantwortlich für ihre Beete. Weil, so sagt die Maureen, Blumen erziehen die Seele. Oder so ähnlich. Jedenfalls ist sie der Meinung, dass Blumenpflanzen wichtiger ist als das ewige Fernsehen. Fernsehen kommt ihr nicht ins Haus, sagt die Maureen. Das verdirbt den Geist. Also, manche Sendungen finde ich doch recht gut. Zum Beispiel die, wo sie die Senioren beraten. Das ist gar nicht so dumm, nein. Das hat wirklich, da hört man sehr nützliche Dinge. Vielleicht, Mitzel, das kannst du sicher besser beurteilen als ich. Ich sehe ja so gut wie nie fern. Dazu habe ich viel zu viele Interessen. Lesen zum Beispiel. Mami, bitte. Ich glaube ja, dass Lesen den Geist trainiert und dass das in einem gewissen Alter ungemein wichtig ist. Also die Maureen zum Beispiel lernt jeden Tag eine Strophe von einem Gedicht auswendig. Also ich finde die Idee einfach himmlisch. Pass mal auf. Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich Damon den Dolch im Gewande. Ihn schlugen die Häscher in Bande. Was wolltest du mit dem Dolche, sprich, entgegnet ihm finster der Wüterich. Die Stadt vom Tyrannen befreien, das sollst du am Kreuze bereuen. Na, Mitzel, wie geht's weiter? Das habe ich nie in der Schule gelernt. Natürlich hast du, hast es nur vergessen. Und das ist eben das, was die Maureen sagt, die Sache mit dem Alzheimer. Wir gehen ins Bett. Gute Nacht. Nacht. Gute Nacht, Kinder. Ja, also, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, beim Alzheimer. Tür zu! Raus! Der hat ja gar kein Bett. Nein, ich sehe sie auch nicht. Hängematten sind in. Schlafst eben bei mir. Ja, und der Joe? Ach, der Joe findet sich schon was. Der sieht das nicht so eng. Joe, bist du wahnsinnig? Nein, aber viel zu groß, da passt euch in kein Kreuz. Und ich hab morgen einen neuen. Du, Joe, jetzt, wo die Oma mal da ist und die Kathi und meine Mutter. Na ja, ich kann schließlich nichts dafür. Ist auch meine Familie. Du würdest nicht bei den Kindern schlafen. Was? Na ja, ich hab mir nur gedacht, schließlich kann ich weder meine Mutter noch deine Mutter zu den Kindern legen. Und die Kathi, schau, der Kathi geht's schlecht und sie tut mir so leid. Und ich habe sie Monate nicht gesehen. Ja, deswegen muss sie ja gleich in unserem Bett schlafen. Also mal reden kannst du auch morgen mit ihr. Also den Gefallen kannst du mir ruhig machen. Ich habe auch deine Mutter eingeladen. Bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte.
wenn ich dir einen Gefallen tue, nicht bei dir zu schlafen. Übrigens, deine Mutter kam uneingeladen. Ja, ich weiß, Joe. Glaubst du, mir macht es Spaß? Offensichtlich mehr als mir. Ich hoffe nur, dass er sich morgen nicht allzu sehr einmischt. Also bitte, es wäre nicht das erste Mal, ja? Übrigens, ich hab der Oma mal versprochen, dass ich morgen den Baum schmücken darf. Was? Ja, schließlich hat sie auch die Bäume gepflanzt, mein Papa, vor 8 Jahren. Sie sind fast alle eingegangen. Ja, bitte, ihr seid ja jetzt nicht kindisch. Außerdem, ihr macht's ja Freude und du? Und ich? Mir macht's keine Freude? Loisel, bitte. Hast du mir ein bisschen versprochen? Gut. Wie du willst. Vielen Dank. Ja, wir werden jetzt nicht wegen dem blöden Baum zum Streiten anfangen. Wegen dem Baum sicher nicht. Höchstens... Ach. Weihnachten ist öfter. Also, Mitzel, ich gehe jetzt ins Bad. Du bist ja noch beschäftigt. So ein Bad wird mir jetzt gut tun. Ah, und morgen früh lasst sie mich ausschlafen, gell? Ich brauche das. Gute Nacht, Mitzel. Gute Nacht. Also, ich gehe jetzt. Gute Nacht. Also, jetzt erzähl von Anfang an. Ist was? Ja, ich sag nur, ich gehe jetzt. Ja, gut, schlaf gut. Aber hier nicht. Aber wo, das stört ihn überhaupt nicht. Jetzt erzähl. Brauchst du noch lang? Ich habe ja noch gar nicht angefangen. Ich ruf dich, wenn ich fertig bin. In meinem Zimmer. Du, hey, ist nicht, merkt ihr das, ja? Und wenn der Sauhaufen morgen nicht aufgeräumt ist, kannst du Weihnachten vergessen. Was bist du denn so unfreundlich? Nicht unfreundlich, ich bin sauer. Auf mich? Nein, auf die Welt. Gib mir Ruhe und lass mich schlafen. Aber dass du gleich alles so hinschmeißt. Du findest, dass ich Unrecht hab? Du hast leicht reden. Du hast einen Mann, du hast 2 Kinder, du hast ein großes Haus. Und eine Schwiegermutter. Aber Gedi ist doch ganz lieb. Bisschen anders halt. Das kann man sagen. Also ich finde sie nicht so schlimm. Wenigstens hilft es ein bisschen, im Gegensatz zur Mami. Sie hilft mir nicht, sie mischt sich ein. Aber Gedi, du bist kleinlich. Ich wäre froh, wenn ich überhaupt eine Schwiegermutter hätte. Noch 5 Minuten. Ich muss nämlich schon so dringend. Aber Mitzel, warum sagst du denn nichts? Wie spät ist es denn? 11:30. Ah, was, schon? Na, da wird's höchste Zeit. Ich wünsche dem Jonas alles Schlechte. Nur weil er nicht heiraten will? Glaubst du, es ist so lustig, verheiratet zu sein? Was glaubst du, wie sich da dein Leben ändert? Sicher, es ist schön mit dem Joe, aber nur, weil ich zurücksteck. Und das heißt? Das heißt, zuerst kommt der Joe, dann die Kinder und dann ich. Aber für mich interessiert sich niemand. Okay, du übertreibst. Der Joe ist doch ein Schatz. Und sicher. Aber einer, der gepflegt werden will. Na und? Das machst du doch gern. Schon. Aber manchmal stelle ich mir vor, allein zu sein. Ich würde arbeiten in einem Verlag. Nicht eine Wohnung mitten in der Stadt, so wie du.
Und wenn ich nicht kochen will, dann gehe ich in die nächste Sushi-Bar. Und außerdem könnte ich ausschlafen. Ach, du spinnst. Und außerdem hast nicht du ein Problem, sondern ich. Siehst, sag ich doch. Für mich interessiert sich keiner. Weißt du was, ich bin froh, dass ich dich hab. Ja. Und jetzt schlaf. Morgen kommt das Christkind. Da. Siehst du doch, Palatschinken. Ja, sehe ich. Und warum? Ja, hat dir das der Hansl nicht gesagt? Hat mir der Joe was nicht gesagt? Ja. So viele Gäste waren schon hier zu Gast. Dreh augenblicklich diesen Scheißdreck ab! Aber nur ein Einziger hat es geschafft. Joe, ich muss mit dir reden, jetzt. Ich sage nur eins, Palatschinke. Du hast die Wahl, sie oder ich. Ich. Was riecht denn da? Palatschinken mit Spinat. Herrlich, ich komme. Joe, wenn du da mal fertig bist, fährst du mit mir ins Dorf die Karpfen holen. Joe, hörst du schlecht? Schau nur, wie es ihm schmeckt. Genauso wie dem Hansl. Der hat ja manchmal 10 Stück gegessen, wenn so viel da waren. Also bei uns ist am Weihnachtstag gefastet worden. Bis jetzt zumindest. Ganz dumm, wenn ich an euer Gejammer denke. Mitzel, ich danke dir. Und zum Mittag? Was hat's da gegeben? Nicht viel. Nur ein Superl vom Gansl mit Knödeln. Und einen Topfenstrohl. Aber dann, am Abend, nach der Bescherung, für Bescherung waren 5 schon, weil damit er nicht müde wird, der Hansi. Also wie gesagt, nach der Bescherung, da hat es dann immer ein Gansl gegeben. Ja, immer. Koste es, was es wolle. Also Joe, was ist? Fährst du jetzt mit mir um die Karpfen? Die Karpfen? Ja, aber ich hab dir da gesagt, Lösel, dass die Oma mir heute alles macht. Und da hab ich, also kam wir, eine Gans gekauft. Eine große, fette. Die liegt jetzt in der Speis, ne? Mhm. Als Überraschung. Sozusagen. Du wolltest mich überraschen? Mit einer Gans? Einer fetten? Ja, mein Gott, ich glaub, das macht dir Freude. Da musst du nicht so anstrengen. Weil die Oma mir alles macht. Ja, alles. Alles genauso, wie es bei uns war. Wenn das nur noch der Papaletter lebt hätte. Oma macht alles? Die Oma macht Weihnachten? Also ich finde, du solltest froh sein, dass die Oma dir hilft. Die Oma nimmt dir doch viel Arbeit ab, wo du doch keine Köchin hast. Ja, also ich gehe jetzt ins Bad. Und dann mache ich einen Spaziergang mit der Sissi im Wald, in der guten Luft. Sissi! Wir essen noch nicht mit der Hand. Noch nicht! Du bist hysterisch. Ruft euch, wenn ihr soweit seid. Du gehst jetzt nicht fernsehen. Gehst mit mir in den Wald, wir holen den Baum. Ja, aber wieso? Wir waren ja schon gestern im... Ich meine, der Weihnachtsmann hat doch schon... Oh Mama, es gibt doch keinen Weihnachtsmann. Und ich mag keine Gans. Sissi, geh spielen. Sie ist ja noch ein Kind. Mensch,
schlecht erzogen ist dazu. Und frech und undankbar. Mein Lieber, bei uns zu Hause, da hättest du schon längst einmal geclasht. Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Und übrigens, auch ich kann Gansel nicht leiden. Also bitte, welchen nehmen wir jetzt? Mir ist das wurscht. Ich bin eh dagegen. Gegen was? Gegen Christbäume. Hast du eine bessere Idee? Ja, Call of Christmas. Was? Pfeif auf Weihnachten. Ist eh nur Konsumterror. Na fein, das erklärst aber du der Oma mal. Ne? Jetzt gehen wir's an. Hell's allerhöchste Zeit. Machst es ihm aber auch schwer. Ich? Also das ist ja die Höhe. Ich muss seine Mutter einladen. Tu ich auch, okay, das gehört sich. Ich muss für sie ein Geschenk finden, weil ihm fällt da nichts ein. Ich muss sie unterhalten, weil er geht in den Wald. Und jetzt verbündet er sich mit ihr hinter meinem Rücken. Da sagst du, ich mach's ihm schwer. Also wenn du mich fragst, ich finde, du übertreibst. Frag dich aber nicht. Ich sag's trotzdem. Seit ich hier bin, bist du sauer. Erst auf die Oma, dann auf die Mami und jetzt auf den Joe. Dabei tut dir doch kein Mensch was. Ein bisschen mehr Humor hätte nicht schaden. Das sagst du. Du, die alles hinschmeißt, nur weil es nicht nach ihrem Kopf geht. Das hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Doch, hat es doch. Dann hättest du noch gar nicht kommen müssen. Ich geb's auf. Wenn du es haben willst, bitte. Wenn du dir die Stimmung verhaust, bitte. Aber lass die anderen in Ruhe. Schließlich ist Weihnachten. Lösa, bitte. Denk an die Kinder. Nein, mir reicht's. Sollen doch alle machen, was sie wollen. Ich jedenfalls leg mich jetzt hin, ich hab Kopfweh. Und den anderen kannst du ausrichten, ich möchte nicht mehr gestört werden. Ich geh jetzt zu Sissi. Das arme Kind. Bei der Stimmung. Nein, Kasperl, wir essen nicht mit der Hand. Noch nicht. Du bist hysterisch. Du freche Kasperl, wenn du nicht brav bist, kriegst du auch kein Gansel. Ich will eh kein Gansel. Da speibe ich gleich. Oh. Hallo, hallo. Ich bin der Weihnachtsmann. Weihnachtsmann gibt's nicht. Freust dich schon? Auf was? Na, Weihnachten. Weiß nicht. Alle sind so aufgeregt. Naja, das gehört dazu. Das ist die Vorfreude. Wieso Freude? Die Mami schreit herum, die Oma macht sich wichtig, der Papi ist sauer. Aber geh, das bildest du dir ein. Und jetzt zeig mir einmal die Geschenke. Eine für die Mami, eine für den Papi und eine für die Oma. Und der Gregor und die Lilibet? Der Gregor findet Geschenke blöd. Er sagt, es ist Konsumterror. Terror. Und der Gregor versteht gar nichts. Er springt nicht an. Warum springt er nicht an? Keine Ahnung. Vielleicht hast du das Licht brennen lassen. Ach, Blödsinn. Joe! Geh, Joe! Komm doch einmal! Joe! Weißt du vielleicht, wo Majoran ist? Mörder. Was hat er denn? Sissi? Vielleicht kannst du mir sagen, wo Majoran ist. Keine Ahnung. Kannst du das nicht weghauen? Das sieht ja grässlich aus. Das arme Viech. Seid doch nicht alle so wehleidig. Seid lieber froh, dass ich euch koche. Nur vorher auf den Majoran. Na, probier's. Nix. Du hast das Licht brennen lassen. Wofür hältst du mich? Für eine Anfängerin? Ich fahr seit 30 Jahren. Außerdem ist das lächerlich. So ein bisschen Licht muss so eine Batterie doch aushalten.
süß. Was kriegst du so? Und wieso kommst du nicht? Ich warte. Das ist doch nicht für dich. Oh Gott. Du unerzogener Fratz, eine Watschen gehört dir. Na, freu dich auf die Liebe. Was ist passiert? Lilibet, der Rat ist weg. Was? Die Kathi hat die Tür aufgemacht und da ist er weg. Was hat die Kathi in meinem Zimmer verloren? Unmöglich finde ich das. Steig ein, Lilibet, und start. Ja, aber kannst du das nicht allein? Du hörst doch, der Fritz ist weg. Komm, Kind, wir suchen ihn. Luisel. Luisel, geh, komm, ich brauch was. Mir ist schlecht. Ja, wieso denn? Du, weil du in der Früh nichts gegessen hast, ist eh klar. Wenn du mir sagst, wo ich was finde, dann mache ich dir einen 1000 Gulden gratis. Ich finde ja nichts. Nicht einmal einen Majoran. Es gibt keinen Majoran. Den brauche ich aber fürs Gansl. Es gibt kein Gansl. Jetzt habe ich aber langsam genug. Du tust ja gerade so, als wenn ich dich vergiften wollte. Der Hansl hat gesagt, dass ich diesmal kochen soll. Und der Hansl ist schließlich mein Sohn und das ist sein Haus. Also. Tja, und wenn das so ist, dann soll er dir zeigen, wo alles ist. Fritzi! Er ist ein Fritzi. Eine Ratte. Eine große, fette Ratte. Ein Rotz? Ja. Jetzt habt ihr alle einen Klopfer. Du und deine ganze Familie. Mein armer Hansi. Fritz! Fritzi! Fritzilein, wo bist du? Wahrscheinlich hat ihn der Kater gefressen. Das arme Kind, so ein Schock. Komm, Schatzi, wir fahren in die Konditorei. Komm. Das verzeih ich dir nie! Ich? Wieso ich? Das ist ja doch! Das ist aber Wirtschaft, wirklich wahr. Nicht zum Sagen. Sag mal, merkst du gar nichts? Das ist doch überhaupt keine Weihnachtsstimmung. Na, du hast recht. Wirklich wahr. Gar nicht, wie es ist gehört. Aber wart nur. Wart nur, das kann alles noch kommen. Das wird schon noch werden. Rücksichtslos, die Kathi. Rücksichtslos! Na? Sag ich doch, wegen dem bisschen Licht. Wohin fahrt sie? In den Ort, in die Konditorei. In dem Haus kann ja keine Stimmung entstehen. Und mit diesem lächerlichen Baum schon gar nicht. Bei uns gab's immer eine Doppeltanne. Mama! Der ist ja ganz schief. Mama, ich wünsche keine Kritik. Was heißt Kritik? Kritik? Ich sage nur, dass er schief ist. Oh, scheißlich. Ich möchte nur wissen, was an dem schöner sein soll. Er passt. Wenn du je fertig bist, kannst du mit dem Schmücken anfangen. Was hast du gesagt? Hast du gesagt, je fertig werden? Also, das ist wirklich die Höhe. Jetzt pass einmal auf, was ich da sage. Zuerst tue ich der Luise den Gefallen und nimm mir die ganze Kocherei ab. So gern koche ich auch nicht. Mein ganzes Leben habe ich dürfen in der Kuchel stehen. Und jetzt kommst nur du daher? Glaubst du vielleicht, das macht dann Spaß? Man findet ja einen Schmorn in der Riesenschlamperei. Oder weißt du vielleicht, wo der Majoran ist? Nein. Und darum möchte ich wissen, wie ich das machen soll, dass ich je fertig werde. So nicht. Macht euch euer Klump allein. Ja, bitte, Mama, das war doch jetzt nicht so gemeint. Aber wie hast du das denn gemeint? Nein, das habe ich wirklich nicht notwendig. Da blockt man sich ein ganzes Leben lang. Gönnt sich nichts, nur damit aus dem Buben was wird. Und dann ist man nicht einmal geduldet. Herrgott, schmückst du jetzt den blöden Baum oder nicht? Gut. Dann schmück ihn halt. Aber nur, weil du mich so drum bittst.
Sei doch nicht so stur. Er hat's ja nicht bös gemeint. Na, da will ich nicht stören. Na, bleib nur. Also, sie ist einverstanden. Du kochst. Wie liebenswürdig, danke. Dafür schmückt sie den Baum. Deine Mutter schmückt meinen Baum nicht. Hör zu, Luise. Entweder du reißt dich jetzt zusammen und machst kein Theater, oder ich fahre ins Büro und verbring diesen verdammten Tag dort. Genug Arbeit hätte ich. Also, du hast die Wahl. Ja, gut, 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 wie du willst. Du bist ja der Herr im Haus, wie deine Mutter mir deutlich gesagt hat. Luise, reiz mich nicht. Holst du jetzt die Karpfen? Nein, das macht der Gregor. Ihr reicht's für heute. Gregor! Die Mama gesagt, du sollst die Karpfen holen. Ich denk nicht dran. Du bist nicht augenblicklich folgst. Ich glaub's gar nicht, wie schnell so ein Fernseher weg ist. Hast du gehört? Zack, zack. Ich platz. Fräulein, und jetzt bringen Sie uns zwei ganz kleine Stamperlen Eierlikör. Wenn du dann aussuchen müsst, kannst du gleich selbst dann herausholen. Schöne Karpfen haben wir heute. Und gar nicht schlammig. Ich meine, du hättest die ganze ja auch einfrieren können, aber gleich wegschmeißen. Wenn er nicht bald kommt, werde ich nicht fertig. Kathi, geh, du bist größer als ich, sehr lieb. Kannst mir helfen? Was ist denn das? Das? Engelshaar. Habe ich extra mitgebracht. Ich weiß ja, dass du keins hast, aber es gehört halt zu einem richtigen Weihnachtsbaum. Und der Hansl hat es immer gehabt, weißt? Fährt nicht. Der Gregor fern. Der sieht fern. Ah, deswegen. Fräulein, noch zwei ganz kleine Eierlikör. Noch einmal. Wiederhol das. Auch Karpfen haben ein Recht auf Leben. Ah. Na ja. Dann werde ich jetzt mal ein ernstes Wort reden. Auch ein Karpfen hat das Recht auf Leben? Prost! Was machst du da? Ich träume. Ja, das sehe ich. Aber davon werden wir nicht satt. Ja, schon. Wäre das nix? Das ist Mauritius. Da wollte die Karte hin. Schön. Sehr schön. Blöd ist sie, die Karte. Das kann man sagen.
sowas aufgeben, um sich das hier anzutun. Joe, weißt du was? Wir schleichen uns. Was? Ja. Wir zwei gehen einfach. So, wir steigen jetzt ins Auto und fahren ins nächste Hotel. Nur du und ich. Ja, ja. Ja, dann nehmen wir uns ein schönes Zimmer. Mit einem großen Bett und dann... Du bist doch nicht ganz dicht. Aber doch, bin ich doch ganz dicht an dir. Nein, nein, glaub mir wirklich, wir zwei gehen einfach weg. Hm? Schön wär's schon. Seit Jahren wünsche ich mir das. Weg in die Wärme. Kein Schnee, kein Baum. Nur du und ich, Ruhe. Von mir auch die Kinder. Das sagst du mir jetzt? Ich hab gedacht, dir liegt was an dem ganzen Tamtam. Mir? Das ist ja nicht Lach. Im September habe ich schon Magenschmerzen, wenn ich an Dezember denk. Das mache ich doch nur wegen euch, wegen dir, wegen der Kinder, wegen der Omama. Damit ihr eine Freude habt. Ich brauch das alles nicht. Und wieder ein gründliches Missverständnis, ne? Schade. Ist zu spät. Nein. Nein, Joe. Joe, du, wir gehen jetzt da hinüber und sagen einfach, dass wir allein sein wollen. Nur du und ich. Und von mir aus die Kinder. Und die werden das auch alle verstehen, hm? Die Kanti, die Lilibet, die U-Mama. Nein, das werden sie nicht. Deswegen gehe ich jetzt und hol die Gans aus dem Mist. Oma, ist das dein Weihnachtsschmuck? Ja, alles noch von früher. Bei uns ist nichts weggekommen, aber schon rein gar nichts. Das sieht man. Willst du nicht? Ich meine, die Luisal hat doch sicher auch noch Schmuck. Anderen. Nein, das ist mein Baum. Mit meinem Schmuck. Sie macht das Essen. Ein Fest der Freude und des Friedens. Geh nicht weg da, das ist doch eine Überraschung. Weg, 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 das ist eine Überraschung. Tonnen Rohöl leckten damals aus einem griechischen Frachter in der Straße von Messina. Darf ich? Der Ölteppich bedrohte die schönsten Badestrände Siziliens und Kalabriens. Und eine Tankerkatastrophe von den Ausmaßen der Exxon Valdez? Mein Gott, na, wenn das nur der Papale sehen könnte, was der das sagen? Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Wie bitte? Nichts, vergiss es. Ich hole dann die Geschenke, wenn es dir recht ist. Mhm. Ja. Ja, viel ist es nicht, das kannst du ja denken, bei der kleinen Rente. Aber die Lilibet hat ja sicher genug gebracht. Obwohl ich nicht weiß, wie sie das schafft. Das teure Auto und immer nach der neuesten Mode. Die Mami kann halt mit Geld umgehen. Mach dich nicht lächerlich. Weiß doch jeder, dass sie geerbt hat. Da kann man leicht großartig sein. Aber wir haben unser Geld schwer verdient. Das kannst du mir glauben. Sehr schwer. Wenn ich denke, was ich alles nicht gehabt habe. Oh Mama,
Jetzt geht's dir gut, oder? Also dann beschwer dich nicht. Sei froh, dass du eine Familie hast. Beschwer mich ja nicht. Ich hab mich noch nie beschwert. Nie. Dabei hätte ich allen Grund dazu gehabt, so wie die Zeiten waren. Aber ich habe immer alles geschluckt. Alles. Und der Karli, mein Mann, also der Papa, der hat dann immer zu mir gesagt, Mitzel hat er gesagt, Mitzel, wie machst du das nur? So viel Spuren von dem bisschen Geld. Und dabei haben wir auch als Erste einen Farbfernseher gehabt, mein Lieber. Da haben alle anderen nur schwarz-weiß geschaut. So, da ist das Glöckerl, du läutest dann. Na, das geht dann nicht. Was geht nicht? Na, ich läut nicht, bestimmt nicht. Wer denn? Das Christkind. Ich stell mich da nicht hin und hab die ganze Arbeit gemacht, wenn ich dann das Gesichterl nicht sehe. Was für ein Gesichterl? Das von der Sissi, wenn das Glöckerl läut. Die strahlenden Augen. Na, das lass ich mir da nicht nehmen. Gut. Ich läut. Ja, aber pünktlich, gell? So wie es gehört. Ich möchte ins Bett. Mir ist schlecht. Jetzt nicht, jetzt kommt das Christkind. Freust dich? Nein. Verstehe ich nicht. Die Vorfreude ist doch die schönste Freude. Lilibetten? Eine Ratte. Was? Fritzi! Fritzi! Ja, da ist er ja! Da ist ja der Fritzi! Sissi, schau her! Ich hab ihn! Schau, da ist der Fritzi! Da ist er! Komm, Fritzi, komm! So! Was machst du? Bist du wahnsinnig? Das ist doch, ich koche! Luise, das geht nicht. Die Gans war im Mist, im Müll. Hm? Im Kübel. War die Gans im Kübel? Wird dir doch nicht übel, weil du das vergisst, weil du sie dann isst. Aber außerdem haben wir Biermüll. Kathi, wo bleibst denn? Du bist ja nicht dicht. Ja, das hat der Schuh auch gesagt. Schuh, wo bist du? Dann steigen die Männer in die Netze und holen die Thunfische mit Haken aus dem Wasser. In einer einzigen Netzkammer fangen sie bis zu 100. Ach, grauslich ist es. Siehst, und deswegen, naja, ich verstehe schon. In ihrem Todeskampf scheint das Wasser zu kochen. Trotzdem, wir werden die Karpfen lieber als die Gans aus dem Mist. Viele sterben nach wenigen Minuten an Erschöpfung. Schon ist der Thunfischbestand im Mittelmeer hart gefährdet. 5 Uhr. Pünktlich. Die Oma war immer pünktlich. Und das Christkind auch. Eisern. Gehen wir. Lilibet, da ist es. Es läutet. Ja, wieso denn? Wir haben noch gar nicht umgezogen. Jetzt kommt's wirklich in letzter Minute. Erst muss ich mich umziehen. Und du dich auch. Man geht doch nicht in Jeans. Wie schaut denn das aus? Unfrisiert und abgerissen wie ein Penner. Aber der Gregor bleibt, wie er ist. Stillos finde ich das. Einfach stillos. Also von mir habt ihr das nicht. Ach, Luisel, bitte nimm ihn. Luise, was hast du? Vom Himmel hoch, da komm. Benimm dich, denk an deine Kinder. Komm, wo seid ihr denn alle? Schrecklich ist das. Ich bin mir schlecht. Mach keine Faxen, jetzt kommt das Christkind. Komm. Das Christkind. Habt ihr kein Fotoapparat? Ein Fotoapparat. Geh bitte, Mama, verschon uns jetzt damit. Schau, Sissilein. Sissi, also wirklich, so scheußlich ist er nicht. Das macht's doch nicht. Seht ihr, wie er kann. Du bist doch betrunken. Geh von ein bisschen. Sag, kümmere dich wenigstens um dein Kind. Guppi, was ist denn? Also dann, frohe Weihnachten. Ihr Kinderlein, kommet, oh kommet, ist jetzt ja alle verrückt. Doch all,
zur Grippe. Und jetzt die Geschenke. Ja, wo ist es denn? Ach so. So, Sissi. Und das ist für dich. Aber sei ganz vorsichtig beim Auspacken. Erst kommt die Oma mal dran. Schließlich hat sie den Baum geschmückt. Ich meine, zusammen mit dem Christkind. Also, Sissi, wo ist dein Geschenk für die Oma? Ich möchte ins Bett. So, Oma, das ist von der Sissi. Das hat sie selbst gemacht. Ah, da bin ich jetzt neugierig. Ja, das ist herzig. Was ist denn das? Ein Marienkäfer, das sieht man doch. Der bringt Glück. So, und jetzt, finde ich, kommen auch die anderen dran. Yeah, für die Puppen. Untersteh dich. Das ist Alt-Wien um 1800. Sorgental-Periode. Sissi, die Tasse kommt in deine Vitrine für die Ausstattung. Mama, warum weinst du denn? So was Schönes. Nein, also, was das gekostet haben muss. Nein, also, so viel Geld gibt für mich aus. Du bist ein guter Bub, haben Sie. Der Papa sein Kind. Hängen wir's bitte um. Eine gute Haushaltsversicherung. Was ist denn daran komisch? Nix ist komisch. Eine Schande ist das, eine wahre Schande. Das waren die letzten Weihnachten, die ich mit euch verbracht habe. Dass ihr es nur wisst. Dann ist alles in Ordnung. Mama, schau gut, sie hat es nicht so gemeint. Doch, genau so meine ich's. Du wirst dich jetzt sofort bei der Mama entschuldigen! Schrei meine Tochter nicht an! Schau lieber, dass du diesen Mist da entfernst! Sag was, Hansel. Sag was drauf. Das lasse ich mir nicht gefallen. Joe, du hast die Wahl, deine Mutter oder ich. Oui, nous connaissons, nous l'amour, c'est pas grave. Mais oui, comment nous l'amour, pas qu'il n'a personne à vous. Pourtant, oui, nous connaissons.
les commandes de l'amour, pas peine à personne à vous. Content, oui, nous content, nous tous les deux, nous content. Die Flug nach Mauritius, bitte. Es ist zu spät, tut mir leid. Das gibt's doch gar nicht. Sie müssen die Maschine aufhalten. Nein, es ist wirklich zu spät. Der letzte Aufruf war schon. Bitte. Ja, Louis, Herr Mauritius. Oje. Jetzt ist sie weg, die Maschine. Ihr Ticket. Fröhliche Weihnachten. Jonas! Oh, wieso bist du nicht? Ich flieg doch nicht ohne dich. Auch nicht nach Mauritius. Alle, alles in Ordnung. Wir kommen. Und jetzt fahren wir zu meinen Eltern und feiern. In der Familie. Let the choir of angels sing. Let it snow, let the bells ring in the silence of the holy night. The shadows turn to light. Peace and joy spread into your heart. Let there be love for all mankind. What a peaceful time of year when Christmas time is here. Let the choir of angels sing. Let it snow, let the bells ring in the silence of the holy night. The shadows turn to light. Peace and joy spread into your heart. Let there be love for all mankind. What a peaceful time of year when Christmas time is here.